Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dragos News. Und ja, wieder hier bei League of Legends. Wir haben gestern richtig gut, ja, mal ein bisschen geübt und ich habe mit ein paar anderen ein bisschen gespielt. Muss schauen, die sind hier bei Offline. Das sind alles noch alte Kollegen hier, die ich gar nicht mehr kenne. Da, der Moonplayer 21 habe ich, der ist sehr gut als AD Carry. Dann habe ich Jungle genommen, wahrscheinlich werde ich Jungle playen. Und dann ist noch ein anderer, ich weiß nicht, wie der heißt. Der hat ihn gesupportet, auch sehr gut supportet. Und ich war im Jungle und war eigentlich auch recht gut. Und so kann es weitergehen. Da haben wir schon mal drei im Clan. Und ja. Ich nehme am meisten wahrscheinlich irgendwie einer, zum Beispiel Rengar. Ich nehme vielleicht Rengar im Jungle. Meistens. Dann nehme ich gerne noch ja, Tryndamere kann ich nehmen, Udyr kann ich nehmen, Warwick kann ich nehmen, Skarne werde ich mir kaufen, dann diese Schatten da, wie heißt der, Nocturne da, auch sehr guter Jungle, werde ich mir auch holen und so weiter. Master Chi kann ich im Jungle nehmen und Leblanc, Lee Sin, meine ich, nicht Leblanc, Lee Sin, auch sehr guter Jungle. Okay. Also ich werde ja im Jungle ein paar Let's Plays hochladen und so weiter. Und bei Drake, also auf dem Server Drake, ich weiß nicht, es kommen keine Leute mehr, weil wahrscheinlich für die meisten Leute Vanilla einfach zu blöd ist und so. Ich werde mir eventuell einen Server machen mit Attack of the B-Team. Da muss ich schauen, ob die Plugins funktionieren, weil sonst lade ich nur Leute ein, die wirklich keine Spielebasen kaputt machen oder so. Wir wollen ein hundertprozentiges Bauprojekt machen und kein PvP oder Cloud-Projekt oder irgendwas. Ich bin der Beste und du bist der schlechteste Projekt. Ich will ein hundertprozentiges Bauprojekt machen, eventuell sogar auf peaceful lassen und so weiter. Und ja, wer mitmachen will, der kann sich ja mal melden. Und ja, was mit den anderen Maps so passiert, weiß ich nicht. Ich werde wahrscheinlich das 1:1 umstellen, also dass ich die verschiedenen Clans auch mache, aber nur so als Länder und nicht als Kriegslust oder so. Oder man darf sich da nicht morphen oder sonst irgendwas. Weil es gibt schon sehr viele OP-Mods in diesem Modpack. Okay, das war das nächste. Ja, ich war in den letzten Tagen ein bisschen krank, sorry dafür, dass so wenig Videos gekommen sind. Aber ihr hört es immer noch, ich habe eine Scheißstimme wegen Kratzen im Hals. Schluckweh habe ich und Ohrenschmerzen. Und deshalb konnte ich nicht so gut aufnehmen. Außerdem habe ich mich am Rücken verletzt, ganz auf der Seite, und deshalb will ich nicht so lange die ganze Zeit ja, sitzen und aufnehmen und sonst irgendwas. Aber ihr hofft, ihr könnt mich verzeihen, und ich werde jetzt natürlich wieder Gas geben, wieder gute Videos hochladen und so weiter. Und eventuell kaufe ich jetzt doch irgendwie, ich muss das irgendwie hinkriegen, einen Broadcaster für Livestream, da mache ich Livestreams und so weiter. Also vielleicht kommt das ja in der nächsten Zeit, lasst euch überraschen. Und dann, ja, das Singleplayer-Projekt von, also Singleplayer-Let's Play von Attack of the B-Team kommt gut an, danke schön dafür. Path of Exile kommt auch sehr gut an. Und ich wollte Silverfall Earth Awakening Let's Playen, aber ich kann das Spiel nicht starten, weil ein
Physiksproblem da liegt. Also ich habe einen zu neuen Physik-Patch und jetzt kann ich das Spiel nicht starten, weil das Spiel den Physik-Patch gar nicht erkennt. Da muss ich dann noch schauen, was ich tun kann. Und ja, RuneScape wird wahrscheinlich leider nicht mehr weitergehen, weil ja, es kostet erstmals, das kann ich nicht aufbringen. Zweitens ist es eher langgestreckt und irgendwie langweilig. Und drittens, der Support, also das ist mal das Schlechteste, was man machen kann. Im Forum bin ich nicht willkommen, im Spiel darf ich nicht werben, überall, also ich darf überhaupt nichts. Und ich will ja nur sagen, na, ich bin auch da und ich will ja ein Let's Play davon machen und so weiter. Also so richtig Werbung ist es ja nicht und trotzdem, es ist Werbung, du darfst den YouTube-Kanal nicht verlinken, du darfst keine Videos zeigen, nichts darfst du machen. Und das ist kacke, das supporte ich nicht und ich werde ein anderes MMORPG suchen, wo ich Let's Playen will und das werdet ihr wahrscheinlich dann nächste Woche erfahren, was es ist. Und ja. Okay. Ja, dann, das war's mit dem 3x News. Jetzt kommen eben in den nächsten Zeiten ein paar League of Legends Videos, ein paar Dinge, Attack of the B-Teams, Neuigkeiten zum Server und alles andere, ja, kommt des Weiteren. Also, ja. Und ja, Conquer the World habe ich noch vergessen, werde ich natürlich auch weitermachen, kein Problem. Dann Siege 2 auch und ja, also vielleicht ein paar Secrets 2 Videos. Okay, das war's mit Dragos News. Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Bye.